Das würde zu weit gehen. Die sind wohl nicht mehr zu ärgern. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn Gregor Schlierenzauer so einen technisch guten Sprung macht wie im ersten Durchgang. In Kusamo haben die Österreicher verloren. Na, das hat sie doch ziemlich gefuchst. Ja, der geht auch. Ja, ja. Erledigt der Fall. Der geht noch weiter. Er kann auch stürzen. Der geht noch weiter. Und stürzt. Ja, jetzt ging es wieder zu. Der ist nicht zu stehen. Es ist doch zu weit. Ja, 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 ja. Er hat irgendwo recht. Er hat irgendwo recht. Das ist aus der ersten Reaktion. Ja. Schönen Gruß an die Jury. Bei einem solchen Klassenspringer darf man den Anlauf nicht so lang lassen. Ja. Er hat recht. Ja, und der kann nicht, der kann ja nicht auf Sicherheit springen. Sowas gibt's nicht. Und das wäre auch wieder eine Natur des Springers und seiner sowieso. Stell dir mal vor, der bricht sie in den Hals. Ja, ich habe unvorstellbar. Ich habe schon oft erwähnt, dass mir das bei einigen Veranstaltungen zu weit geht. Und der hat sich nun mal im ersten Durchgang auch abgesetzt. War 213 Meter, wo ansonsten keiner aus der Gruppe über 200 Meter überhaupt kam. Und wen stört das hier, zwei Lugen tiefer zu gehen? Da kommen immer noch große Weiten heraus. Ein Glück, dass er sich nichts getan hat. Natürlich gewinnen die Österreicher mit zwei Stürzen. So überlegen sind sie. Trotzdem noch 44 Punkte Vorsprung. Aber wenn hier was schiefgegangen wäre. Ja. Aber der ist jetzt stinkig und zu Recht. Ja, vor allem, man steht ja oben oder man weiß ja, man kann die Leistung einordnen. Nur da sind eben auch mal die verantwortlichen Trainer gefragt, wenn sie das einschätzen. Das